Sohn. Ach, der Scheiß, ach du Kacke. Miese Erinnerung hier, Mann. Weil die Pfeile, die gehen immer noch, aber da gibt's dann so eine. Genau. So eine Hummertiere. Die da einfach nicht zu nahe kommen darfst. Weil die drehen dann für dich am Rad. Und dann bist du am Verzweifeln. Das kann schnell mal eskalieren, sag mal. Da kommt er schon. Ach du Kacke. Schon wieder aufwärts. Nochmal. Muss nur schaffen, hier in 10 Minuten noch durchzukommen. Ich glaube, wenn ich hier ein Leben verlieren sollte, hier gibt es keine Rücksetzpunkte in den Levels. Und ich glaube, sollte ich hier ein Leben verlieren, muss ich auch den Chaos Emerald erneut einsacken. Auch wieder ein Unterschied zum ersten... Au, ab. Zum ersten Sonic-Teil des Master-Systems hier. Ich muss hier weg von Hummer. Der kommt da hinterher. Oh, hoch hier. Und ich glaube, wir müssen da oben wieder rüberflattern irgendwo. Weil sonst nützt uns das hier nichts. Sag doch. Du musst hier wieder reintauchen. Möglichst nicht die Blase zum Platzen bringen. Dann hier weiter hoch. Damit. Denke mal, du hättest es geschafft. Würdest du hier hochspringen ohne die Blase. Jawohl. Und doch noch hier rettet. 6 Leben schon wieder unten auf der Uhr, ey. Das ist ja echt wunderherrlich, ja. Das ist ja prima. Warum da sägt die Zeit 36 Minuten schon runtergerasselt? Also muss Sick auf YouTube gerade im dritten Part sein, kann das sein? Vielleicht im zweiten auch noch, wenn ich wieder überziehe. Werden wohl wieder 15 Minuten sein, natürlich. Pro Part. Ach so, hier ist Boss-Time. Ich wundere mich, warum gibt es denn hier keine Ringe? Würde gerne auch 20 Minuten machen. Kein Thema. Pro Part. Aber da macht mir meine Internetleitung momentan noch einen Strich durch die Rechnung. Sind wir hier dabei, bei uns auszubauen? Und sobald sie soweit sind. Oh, ich renne natürlich noch rein in den Tattel. Und sobald es hier irgendwie schneller geht als 16.000er, die ich momentan habe, dann bin ich da natürlich dabei, ist ja klar. Mucke hier auch richtig cool. Ich glaube, hier ist es aber nicht so cool. Koshiro, ich spring natürlich wieder drin. Boah, bin ich da total bekloppt. Aber hat dir geholfen, ey. Ich dachte, den darfst du nur zum Platzen bringen, sofern er die aufbläst, die Kugel, ja. Oder den Ball, ich weiß gar nicht, was er da aufbläst. Das sieht aus wie seine Nase, oder was? Der hat übelst Ähnlichkeit hier. Oder die Robbe. Vor allen Dingen mit einer Sonnenbrille. Hat übelst Ähnlichkeit, wollte ich erzählen, mit Onkel Manny von der Hülos, der aus Hamburg kommt. Also nicht Manny, sondern da gab es da mal in einer Folge jemanden. Muss wohl irgendwie jemand Verwandter gewesen sein von der Ludolfs. Der aus Hamburg kam, der da eben auch mit seiner Meditation und so aufgetrumpft hat. Na, oder eher weniger. Oh, warte, ja, nicht so gefallen, glaube ich. Würdest du gerne hier unten lang werden, nicht so beschissen scheiße, ja, unter Wasser lang zu robben? Kann das sein, dass du da echt Leben übersiehst? Ich möchte sagen, hier ist sowieso. Ich möchte sagen, ich weiß, wo hier
Oder ist mir eben gerade erst wieder eingefallen, wo wir im Leben versteckt sein könnte. Scheiße. Noch einmal vier. So, wo sind wir denn jetzt? Ich glaube beim dritten Mal oder was? Schon das vierte Mal. Aber doch ziemlich leicht zu kleppen. Ich weiß gar nicht, warum ich das vorher hier so verkacken konnte mit außer Daumen. Ich hab schon wieder die Gurke hier oder was. Hier lohnt sich auch das hier nicht. Hier sind übrigens die dicken Pinguine. Kam eben aus Steam so ein Fensterchen unten aufgeklappt und ragte ein bisschen rein. Weiß nicht, ob man gerade im Video gesehen hat. Ich hab ihn auch nochmal vor Schreck, als ich das gesehen habe, abgeschickt, ob nicht mein Cursor irgendwie im Bild drinnen klemmt. Nicht, dass ich vergessen habe, den da rauszuziehen oder so. Der kann ihn auch gar nicht ausmachen. Ich zock ja das Game im Fensterchen. Vielleicht hat man das ja schon gesehen, jetzt auf YouTube. Aber mich ja hier im Hintergrund irgendwie zocken sehen kann. Ach, vielleicht sieht man den Monitor da auch nicht drauf. Grawly. Deswegen kläre ich doch das mal gerade. Also sock hier ein Fensterchen. Man kann natürlich den Mauszeiger auch auf dem Fenster dann ablegen und der wird dann selbstverfreilichst auch von Fraps mit aufgezeichnet. Das wäre gar nicht so lässig, wäre er hier im Bild und ich hätte gar nichts gemerkt. Da muss man aufpassen, aber hier gibt es jede Menge Regen, Alter. Hier kannst du wirklich Leben farmen ohne Ende, oder? Sollten wir das tun? Ich würde sagen, gar keine so verkehrte Idee. Boah. Die Kohlensäure kommt. Ich würde sagen, die Idee ist gar nicht mal so verkehrt. Ich sag mal, wenn wir uns jetzt hier drei Leben ergaunern können in der Welt. Gerne noch einmal wiederholen. Oben haben wir eins. Da ist er doch, der fiese Käfer. Ich wollte eigentlich nur dir ausweichen. Du mieser Lübers. Geht mir die restlichen Ringe hier schnappen. Nicht, dass ich direkt auf dir lande. Deswegen wollte ich ein bisschen weiter wegspringen. Aber nein, da kam er hinterher. Der Schlinge. Der Schlinger. Oh, nicht abgespielt. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schaffen können. Sind wir? Und Käferchen ist wieder da. Ja, geht gar nicht. Sind wir bei 12 Ringen, die wir zu haben. Ah, spring doch! Und wieder. Mega Man Style. Wie kommst du denn hier rüber? Ja, wahrscheinlich von der anderen Seite, aber ich glaube, rückwärts kannst du die Loopings nicht mehr rennen. Oh, ist das kacke. Da ist unsichtbare Wand. Spikes. Nee, springen. Möchte ich nicht probieren, nur noch zu flattern. Ja. Ja, kurz vor Weihnachten, ey. Schöne Zeit. Weihnachten steht sowieso total drauf. Ist hübsch.
aufheben können. Ich kann gar nicht verstehen, wie man das nicht mögen kann. Das ist jetzt wahrscheinlich auch ein Ding von irgendwelchen Eltern, die dann quasi ihren Kindern was bieten müssen. Ja. Aber sonst ist das dann gar nicht so verkehrt. 5 Ringe noch zu nehmen. Der signalisiert, ich kann beruhigt stehen bleiben. Wollte gerade sagen, ey. Der eine Ring. Durch hier und dann hoch. Und dann halt leben. Ja, soll ich zurück, ey. Wäre gar nicht mal so übel, die Idee. Wäre echt nicht übel. Ich weiß nur nie, was uns hier nach dann für eine Welt erwarten wird. Wie es da dann weitergeht. Ob es da schon wirklich schwer wird. Boah, hier oben haben wir noch einen. Würde sagen, wir machen da hier mal, oder? Würde ich vorschlagen. Nehmen wir uns nochmal hier 4 Leben mit. Im Idealfall 5, warum bin ich denn da nicht rumgeblieben? Werde ich mal probieren, aber da kommst du nicht mehr hoch, ey, scheiße. Und hier, boah, hier hast du ja keine Chance mehr abzubrechen, ach du Kacke, ey. Außer ich lasse die Seite runter, was denn, aber wie mies wäre das ja für euch? Nee, dann machen wir weiter. Ich probiere durchzuspielen, selbstverfreulichst. Der Fernseher wird in Kürze ausgeschalten, zeigt er mir gerade an. Green Hills Zone. Hier gibt es den Emerald. Ich glaube, der liegt immer im Akt 2. Oder? Nicht immer, wollte ich gerade sagen. Weil ich weiß, einen gibt es beim Metal Sonic zu ergattern und der müsste ja dann, da er ein Boss ist und im Akt eines Levels einer Zone erscheinen. Das weiß ich. Also da hat quasi der Metal Sonic den sechsten Chaos Emerald mit dabei. Ey, ich hoffe, ich spoiler hier nicht zu viel für euch. Also, weil groß gespoilert ist, das ja noch nicht möchte sagen. Man weiß jetzt halt, gibt ein Metal Sonic. Man weiß, der hat den letzten Chaos Emerald dabei. So, hier mit Anlauf rüber. Mal gucken, ob wir landen. Sicher. Kommen wir durch die Finger mal nicht. Warum denn nicht? Kann da nicht so schwer sein, das hinzubekommen. Ich möchte die Ringe hier echt ungern verlieren. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Ich wusste es. Du musst wirklich, wenn du Ringe auf dem Bildschirm siehst bei so einer Sprünge, da musst du permanent abbremsen, um da irgendwie nur sicher landen zu können. So, ich glaube, da müssen wir hoch für den Chaos Emerald. Aber wir haben 9 Leben. Warum haben wir einen Platz 10 9? Ich verpasse hier die Hälfte, glaube ich, gerade. Und da konnte ich nicht und dann durch und an den Aasgeier oder was? Müssen wir wohl doch nicht hoch. Doch! Gab es irgendeinen separaten Weg? Ich weiß das gar nicht. Vielleicht war das auch der reguläre oder vielleicht ist das hier sogar. Der reguläre, genau. Da müssen wir rauf und dann weiter rüber. Dann machen wir das doch mal. Jetzt aber. Oh. Komm schon. Oh, spring doch. Und kein Ring. Komm. Oh, scheiße. Wie soll ich denn da jetzt rüberkommen, ey? Nur mit Glück. Ah. Ziemlich brutal. Wenigstens weiß ich jetzt, was da abgeht. Und wenigstens sind wir hier in Sky Hills und da sieht man ja jetzt selbst,
geizen sie nicht gerade rum mit Ringen. Ja. Kannst du schon was mit wegsacken. Und ich bin genau durch die Ringe gesprungen und hab sie nie einsacken können. Ey, gibt's denn sowas hier?